Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dying Light. Wir haben letztens aufgehört, da haben wir für Gazi einen Auftrag genommen, wo wir vom Muttertag ein paar Sachen besorgen sollen. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen was besorgt. Okay, das leichter haben. Wir spielen gerade mit dem Schwert XP-Kalibur. Dass man in Dying Light auf einem Stein findet, wo man für 3 Minuten die X-Taste gedrückt halten muss. Aber das wollte ich euch im Video nicht zeigen, weil es echt lange dauert. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal die Pralinen besorgen. Oder halt den Film, was als erstes kommt. Oben ist wieder ein Händler, deswegen gehen wir mal schnell. Zeige ich euch nämlich noch was. Alles weg. In null Komma. Boah, blöd, wie glaubt. Wenn du mich siehst, denkst du dir dann. Der Mann hat das. Aber ich habe. Warte, mir hat so gut wie jede Tankstelle gehört. Als sie die Athletikspiele angekündigt haben, da habe ich mir nun ja einen Geldsegen erhofft. Wie ein Lottogewinn. War wohl nichts, was? Sieh dich um. Was meinst du? Aran war ein Ort, an dem es sich leben ließ. Ja, etwas rückständig. Aber wir sind zurechtgekommen. Dann haben sie uns die Spiele zugesprochen. Ach, die Versprechungen. Normale Bürger sollen zu Wohlstand gelangen. Und die Wohlhabenden? Tja, wir sollten zu Königen werden. Ich bin kein König. All die Träume, all die Pläne, sie sind im Nu verflogen. Und es hat nicht nur die erfolgreichen Unternehmer getroffen. Die Regierung hat uns das Blaue vom Himmel versprochen. Sind sie Fensterputzer, Elektroreparateur, Grabenbauer? Die Spiele werden ihr Leben umwälzen. Ja, unsere Welt wurde umgewälzt. Und wie? Du solltest dich gut umsehen, mein Freund. Ja, sieh dich gut um. Und dann sage dir, ich muss das genießen, was ich habe. Hier und jetzt. Weil es dir in Sekundenbruchteilen wieder genommen werden kann. Bist du jetzt fertig? Ja. Das war jetzt anscheinend irgendwie eine wichtige Person, die eine Vorgeschichte erzählt, bevor das alles mit Haram passiert ist. Der ist eigentlich eh voll für Popo, weil es eigentlich eh nichts bringt. Genau, ihr seht auch, wir haben diesen Bosak-Hordebogen. Der ist auch nicht schlecht, den gibt es in den DLC, wenn man das überlebt. Boah, voll daneben. Ey, das gibt's doch nicht. Wollt ihr mich verarschen? Geht doch. Ja, ich habe keine Ahnung. Was wir noch neu haben, ist dieses Stasis-Schlagrechtor. Das ist auch nicht schlecht. Die Gegner werden in die Höhe katapultiert, werden in der Zeit eingefroren. Nach 3 Sekunden macht es einen Bumm und sie werden wieder auf den Boden geschleudert. Die Sachen herzustellen ist extrem teuer. Das kostet 30 fluoreszierende Pflanzen und ein Alkohol, glaube ich. Aber wenn man irgendwie mal Probleme haben sollte, ist das echt nicht verkehrt. Hatte ich nicht noch andere Pfeile? Das muss ich überlegen. Ich hatte mal andere Pfeile. Wo habe ich denn die? Na, sag ich doch, ich habe andere Pfeile. Warum kann ich keine Pfeile wechseln? Was ist denn los? Oh fuck. Egal.
Lalalala. Ach ja, okay, wir müssen zuerst das Video holen. Na, wenn ich das mache, geht auf jeden Fall die Alarmanlage los, das weiß ich noch. Es gab aber auch, glaube ich, einen Weg hinten rum, oder? Ja, hier ist zu. Da ging es oben rein. Irgendwie konnte man die Alarmanlage, glaube ich, umgehen. Ja, oder auch nicht. Du hast nichts gesehen. Na gut, dann werden wir das auf jeden Fall mal schnell knacken. Meine Fresse, nicht jetzt! Knapp. So, jetzt brauchen wir... Charlie. Ja, C wie Charlie, wo ist hier H, I, J, B, da ist C. Ah, hier. Genau, wir gehen jetzt auf jeden Fall hinten rum. So, und jetzt brauchen wir nur noch die leckeren Pralinen. Ich kauf nix. Geht's weg von mir. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall das Problem. Ich muss das Rolltor aufmachen. So werde ich wahrscheinlich jetzt schon mal kurz aufräumen. Lebt ja immer nur einer. Oh, wer bist denn du? So. Mach das Tor auf. Das hier ist auf jeden Fall das Gebiet, wo es eigentlich ganz viel Kaffee gab. Außer natürlich, sie haben es gepatcht, was ich aber nicht glaube. Genau, hier gab es ganz viel Kaffee. Schokolade, Kaffee. Glaube ich noch mehr. So, bringen Sie dem Film und eine besondere Schachtel Pralinen zu Gasi. Sie haben nicht verteilte Fertigkeitspunkte. Sie werden ein besserer Kämpfer. Sie erhalten mehr Ausdauer und Zugang zu neuen Kampffähigkeiten. Nahkampfwaffe werfen ist immer gut.
Das würde dann beispielsweise so aussehen. Nein! Ich kann mein Schwert nicht aufheben. Warum? Mein Scheiß. Er hat's aber auch nicht mehr. Ach Mensch. So ein Dreck. Weil ich so blöd sein muss und muss genau das Schwert wegwerfen. Ist wieder typisch für mich. Ich habe keine Zeit für euch, geht's weg. Oh, es können auf jeden Fall bis immer 4 Leute hochgehoben werden. Ne, 5 sogar. Was haben wir denn hier? Eine Batterie. Ja, jetzt kommt auf jeden Fall gleich wieder eine Cut-Szene und dann werdet ihr endlich Garcys Mutter kennenlernen. Das ist eine nette Frau. Zwar nicht so gesprächig, aber... Hier, dein Film und die Pralinen. Oh, da wird Mama sich aber freuen. Ein Hoch auf Garcy. Oh ja. Okay, dann muss ich wohl durchs Dach. Schlimm, schlimm, schlimm. Oh, ein einfacher Hammer. Aber der ist orange. So, Garcy, ich bin hier. Lass uns zusammen Film schauen. Hallo, Garcy. So, seid ihr bereit für Mama? Die weltbeste Mama. Ist Mama happy? Ja, Mama ist total happy. Garcy hat Pralinen und den Film besorgt. Dann werde ich mir die Medizin für meinen Freund nehmen, ja? Okay. Mama hat keine Anfälle mehr, seit ihr Kopf ein Kürbis ist. Die Medizin liegt da auf dem Tisch. Ja, danke, Garcy. Garcy macht alle Leute happy. Alter. Der Typ ist echt so fertig mit der Welt. Aber Charlie, der Film, der ist echt nicht schlecht. Spannend. Mal schauen, ob hier noch irgendwo was sein wird. Italien. Chemie ist immer gut. So. Jetzt müssen wir auf jeden Fall die Medikamente wieder zu Lena bringen, dass sie das Bracken verabreichen kann. Damit dem sein Kopf nicht mehr so wehtut. Und der nicht wieder rumspinnt, wie so ein Äffchen auf Crack.
da auch mal das Licht anmachen. Oh, meine Waffe ist fast wieder kaputt. Noch so weit. Oh, ein Dicker. Schau mal, ob das funktioniert. Nö, nee, aber er ist gestunt. Aber ich habe nur noch eins. Nein. Ich freue mich schon, wenn die erste Nacht anbricht. Ich will doch nur meine Waffe. Was? Wo? Wo? Hier ist jemand zum Retten. Hast du was für mich? Heilige Scheiße! Das war ja toll! Danke! Yay! Wer den Penny nicht ehrt, ist dem Dollar nicht wert. So. Jetzt aber auf jeden Fall zurück zum Turm. Warum? Warum? Ist doch schön draußen. Hallihallo. Ach, ich muss nach unten. Ja, passiert. Ich hab die Krampflöser. Danke. Wie hat's mit Gazi geklappt? Er mag zurückgeblieben sein, aber er weiß, wie er kriegt, was er will. War seine Mom auch da? Ja, sie kam mir happy vor. Wenn Mama nicht happy ist, ist niemand happy. Apropos, Bracken bat mich, dir das hier zu geben und dir zu danken. Braucht keiner. Was man hier alles basteln könnte. Herzmedizin. Was haben wir denn noch? Na gut, den Rest kann ich nicht lesen. Die haben bestimmt auch Adrenalinspritzen. So, kontaktieren Sie den GRE. Da die meisten Kuriere außer Gefecht sind, möchte Bracken, dass die Späher die Kurierarbeit erledigen.
Somit betrifft es auch mich. Wir sollen die GRE-Pakete holen, die kurz... Genau, jetzt geht das los mit der ersten Nacht. Yay! Ich freue mich schon. So ein kleines Kind am Weihnachten. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Benjamin Franklin. Das Mods wichtige Wissen. Ach ja, verkohlte Zombies natürlich auch. Ja. Nehmen wir mal den. Mal schauen, wie der ist. Crane hier. Bericht. Der Turmboss heißt Bracken und ist definitiv nicht euer Mann. Der andere Hauptverdächtige ist eine Art Warlord. Ein Typ von hier nennt sich Raiz. Er hortet Antizin und verkauft es zu horrenden Preisen. Man hat mich damit beauftragt, das abgeworfene Antizin zu bergen. Schaffe ich das nicht, müssen Sie sich was anderes einfallen lassen. Bestätigt. Sie machen Ihre Sache gut, Crane. Setzen Sie die Mission fort und geben Sie uns Zeit zum Nachdenken. Melden Sie sich, sobald Sie Antizin finden. So, suchen Sie nach der Abwurfstelle im Kesselgebiet. Jetzt müssen wir natürlich die GRE-Pakete ausfindig machen. Und wie es der Zufall wahrscheinlich so will, werden die meisten natürlich wieder abgegriffen sein. Mal ein bisschen pushen hier. Ja, ich bin schon richtig auf. Mensch, wie weit ist es denn noch? Vor den anderen erreicht. Ja, aber der Kessel ist auch das Gefährlichste, was es gibt. So, wir haben wieder eine Sicherheitszone. Die werden wir uns auf jeden Fall auch noch schnappen. Ah, warte mal. Das war viel eleganter. Boom. Jade, nähere mich der Abwurfstelle. Gut. Such dir einen Unterschlupf und warte. Die meisten Pakete landen genau in diesem Bereich. Okay, erstmal hier hoch. Wow! Kommst du her? Ja.
Mein Gott. Nicht mal Sicherung darf mal reinschrauben. Okay. Hier muss aber, glaube ich, irgendwo noch ein Tor sein, oder? Nee. Da drin ist noch ein Zombie. Suchen Sie nach der Abwurfstelle im Kesselgebiet. Und da ist eine Kiste. Sieht intakt aus. Mal sehen, was drin ist. Wow, 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 wow. Nein! Da waren da jetzt viele Zombies. Leck mich am Arsch. Das ging jetzt vielleicht ab. Wo kommen die denn jetzt auf einmal alle her? Komm. So, aber die Zombies werde ich mir jetzt auf jeden Fall noch schaffen, wieder alle gestanden. Immer Punkte. Punkte sind immer gut. Fertig. Genau, es ist jetzt auch 20 Uhr. Und ich glaube, ab 21 Uhr beginnt hier immer die Nacht. So. Hüpf da hoch, Kollege. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts, weil die Kiste leer ist. Wir schauen erstmal, ob hier noch irgendwo was drin ist. Oh, Kaffee. Ja, aber wo ist die Kiste? Ach, hier. Na klar, nichts drin. Zwei Pakete. Sie sind leider woanders gelandet. Aber du bist ganz in der Nähe. Du musst als Erster bei den Kisten sein. Ihr seht, genau in der Mitte hier hinten hoch. Da muss ich als Erstes hin. Das ist nämlich die schnellste. Ich würde gerade sagen, es ist auf jeden Fall der schnellste Weg. Aber einfach runterspringen ist auch eine Möglichkeit. So, da werden jetzt auf jeden Fall Rais-Leute sein, ein paar Zombies. Jade, Rais-Männer waren schon da. Verdammt! Okay, es ist ein Kampf. Such einfach Nummer 2. Such nach dem Rauch des Leuchtsignals. Die Kiste muss in der Nähe sein. Weg da! Wo ist mein Zeug?
Was steht hier? Oh, fuck you. Boah, selbstgebaute Granaten. Hallo. Schneller außer Atem. Crane, die Sonne geht unter. Du musst zurück. Nein, ich hab keine Zeit. Bin fast dort, ich schaff das. So, und los geht die Action gleich. Oh, jetzt wird's dann gleich lustig mit dem Wegrennen. Aber wir wollen nicht einfach wegrennen, nein. Sowas macht keinen Spaß. Ui, Sprengpfeile. Best Balanced Science 2011. Was ist denn das für eine Waffe? Oh. Was ist denn das? Gerade eben Sprengpfeile gebaut. Wo sind die? Jetzt gibt's das nicht. War das ein anderer Knopf? Nein. Das irritiert mich kaum voll. Ich weiß. Ich habe Pfeile gebaut, aber ich kann sie nicht benutzen. Warum auch immer. Genau, hier oben ist es normalerweise das GIE-Paket irgendwo. War das hier unten? Jetzt bin ich ein bisschen Banane. Ich weiß, es lag irgendwo bei einem Fass, was brennt. Das war hier oben. Na, dann gehen wir halt mal aufs Dach und schauen mal, ob es hier irgendwo ist. Ah, das sag ich doch. Genau.
Crane hier. Ich wollte gerade ein Antizin-Paket bergen. Gut, Crane. Damit eröffnen sich Ihnen neue Möglichkeiten. Widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit jetzt Raiz. Hören Sie zu. Raiz ist höchstwahrscheinlich unser Mann. Wenn Sie also Antizin finden, dann zerstören Sie es. Was? Warum? Wieso? Dann müssen Sie sich an Raiz wenden. Sie können das für Brecken übernehmen. Als Gesandter. Aber die Leute brauchen dieses Zeug doch. Wir haben das Wohl aller im Sinn. Vergessen Sie das nicht. Ich hätte mir mehr Ampullen mitgenommen. Jade, ich bin an der Abwurfstelle. Hier ist kein Antizin. Kein? Mist! Gut, komm zurück. Und Vorsicht, die Albträume sind wach. Lass dich nicht sehen. Mist! Haben mich wohl gehört. Lecker. Falsche Waffe. Wow. Wow. Wo renne ich überhaupt hin? Dabei haben tun die aber auch nichts. Blablabla. Naja, wir gehen auf jeden Fall mal weiter rein. Spielen während der Nacht. Während der Nacht erhalten Sie doppelt so viele Punkte für Wendigkeit und Kraft. Wenn Sie eine Nacht außerhalb von Sicherheitszonen überleben, erhalten Sie als Belohnung Überlebensrangpunkte. Wenn Sie während der Nacht einer Verfolgung entkommen, erhalten Sie zusätzliche Wendigkeitspunkte. Manchmal überkommen mich diese Gedanken. Deswegen habe ich nachts immer gern gespielt. Du kannst einfach viel schneller leveln. Ich hab's heil zurückgeschafft. Jetzt weiß ich, wie Bracken sich bei seinem nächtlichen Ausflug gefühlt haben muss. Das ist kein Kindergeburtstag. Ich muss mich bei ihm... sagen, dass ich ihm kein Antizin habe und wir uns bei Raiz melden sollen. Ja. So schnell kann's gehen. Bracken, also echt. Ja, wir brauchen Antizin. Aber von Reis kaufen? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Okay, Mann, ich geh hin. Ich hab keine Angst. Auf keinen Fall. Das Thema ist durch. Ist es nicht. Du hast einfach entschieden, dass ich... Ich geh.
Ist das dein Ernst? Tja, dieser Rais hat mich noch nie persönlich gesehen. Ein Neuanfang, okay? Könnt ihr mich mit Crane bitte mal alleine lassen? Willst du das wirklich tun? Irgendjemand muss ja, oder? Da hast du wohl recht. Also, wir haben hier Rays Basis. Finde raus, was das Zeug kostet und komm heil zurück. Deswegen gehe ich jetzt zum Turm. Nur wegen den kleinen Sätzen. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall vom Rais Antizin kaufen. Doch wir werden uns jetzt erstmal schlafen legen, weil es ist schon spät. Und wer Rais genau ist, das sehen wir in der nächsten Folge von Dying Light. Es ist vorbei. Mission gescheitert. Dank meiner Auftraggeber. Jetzt ist Bracken so verzweifelt, dass er mit dem Teufel verhandeln will. Rais. Und da ich rausfinden soll, ob Rais die Geheimdatei des GRE gestohlen hat, ist die Gelegenheit perfekt. Und damit verabschiede ich mich auch von euch. Bis zum nächsten Mal.